Heute zeigen wir euch, wie ihr euch ganz schnell eure eigene Yogatasche nähen könnt. Dazu braucht ihr einen Schnitt, Jersey, Satin, eine Bügeleinlage, zwei D-Ringe, eine Kordel und einen Kordelstopper, Trägerband, Garn, eine Schere, Sicherheitsnadel, Stecknadeln, ein Handmaß und ein graues Schrägband. Den Schnitt könnt ihr euch ganz einfach selbst erstellen. Der besteht aus einem Rechteck, das ist 62 cm x 44 cm, dann ein Rechteck, das ist 15 cm x 44 cm und ein Kreis mit einem Durchmesser von 15 cm. Wir beginnen dann auch gleich mit dem Zuschnitt. Als erstes schneiden wir das große Rechteck zu. Das wird aus dem Jersey genäht. Die Maße, die ich euch für den Schnitt gesagt habe, die sind schon inklusive Nahtzugabe. Das können wir dann auch gleich zuschneiden. Dann legen wir das erstmal auf die Seite. Die anderen beiden Schnittteile schneiden wir aus Satin zu. Den Kreis schneiden wir sogar zweimal zu. Das kleine Rechteck haben wir nur einfach zugeschnitten, also aus einer Stofflage. Den Kreis schneiden wir bei doppelter Stofflage zu. Den Kreis schneiden wir nun auch noch zweimal aus Bügeleinlage zu. Jetzt schneide ich mir von der Bügeleinlage nochmal so 0,3 cm ab, damit es dann beim Bügeln nicht alles auf dem Bügelbrett kleben bleibt. Auf die Rückseite der beiden Kreise bügeln wir nun die Bügeleinlage. Bei dem kleinen Rechteck bügeln wir uns nun erst einen Zentimeter an den kurzen Seiten um. Das kann man sich sonst auch erst so ein bisschen umknicken und schon so ein bisschen mit dem Daumen einfalzen und dann bügeln. Dasselbe machen wir auf der zweiten Seite. Dann müssen wir uns jetzt eine lange Kante bei 2 cm umbügeln. Wenn wir die 2 cm eingebügelt haben, dann müssen wir sie nochmal 2 cm umbügeln. Dann stecken wir uns das noch ein bisschen fest mit ein paar Stecknadeln. Und jetzt geht es schon an die Nähmaschine. Wir nähen uns jetzt hier entlang, knappkantig. Und dann ist unser Tunnelzug schon fertig. Unser Tunnelzug ist nun fertig und wir müssen uns ja noch hier die Seitennaht schließen. Dazu schneiden wir uns jetzt die Nahtzugabe ein. Auf der anderen Seite auch. Wir werden eine französische Naht machen. Das heißt, wir klappen uns erst das Teil so zusammen, dass die linke Stoffseite innen liegt. Wir müssen jetzt nun bei der französischen Naht nicht gleich bei einem Zentimeter Nahtzugabe nähen, sondern bei einem halben Zentimeter. Ich würde mir dann die Nahtzugabe nochmal auf so 0,2 cm zurückschneiden. Dann wenden wir. Ich stecke mir wieder ein paar Stecknadeln. Jetzt nähen wir auch wieder bei 0,5 cm Nahtzugabe. Beim großen Schnittteil machen wir auch eine französische Naht, also legen wir uns den Stoff wieder links auf links zusammen, stecken uns die lange Kante zusammen. Wir steppen wieder bei 0,5 cm. Die Nahtzugabe schneiden wir wieder auf 0,2 cm zurück. Erstmal von rechts drauf bügeln, damit die Naht schön flach wird. Dann wenden wir. Wir holen hier die Naht schön raus, dass die ganz an der Kante ist. Jetzt können wir wieder bei 0,5 cm steppen. Wir kommen zu den beiden Kreisen. Die müssen wir nun links auf links aufeinander legen und erstmal zusammenstecken. Die haben wir doppelt zugeschnitten, damit es ein bisschen fester wird, weil das ist ja der Boden der Tasche. Dann hält es auch ein bisschen mehr aus. Also ich stecke es mir einfach mit zwei, drei Nadeln fest. Jetzt nähen wir uns den Boden an die Tasche.
Aber bevor wir den Boden einstecken, müssen wir uns noch unseren Aufhänger für den Träger einstecken. Dazu nehmen wir vom Trägerband so ein 4 cm langes Stück. Das können wir gleich doppelt zuschneiden, weil oben brauchen wir das ja auch. Dann fädeln wir einen Ring ein und das kommt dann genau an die Stelle, wo auch die Naht ist. Und dann können wir noch den Boden gegenlegen, mit einer Stecknadel fixieren und dann den ganzen Boden einstecken. Der Boden ist nun eingenäht und jetzt nähen wir noch das Oberteil an. Das stülpen wir nun jetzt so in den grauen Schlauch rein. Dann brauchen wir wieder unseren zweiten D-Ring und den zweiten Abschnitt von dem Trägerband. Das wird auch zwischengesteckt hier. Bei den beiden zuletzt gemachten Nähten, dem Boden und dem Verschluss, werden wir nun die Nahtzugabe mit dem Schrägband versäubern. Das Schrägband gibt es ja schon vorgefertigt zu kaufen. Das legen wir dann einfach hier so um die Nahtzugabe herum und stecken es fest. Von innen ist die Tasche nun fertig versäubert. Hier eben durch die französische Naht und hier haben wir das ja eingefasst und dann können wir es jetzt wenden. Dann sehen wir schon, hier fehlt uns jetzt noch der Träger, den machen wir nun als nächstes. Wir nehmen das verbleibende Trägerband und fädeln es durch den D-Ring. Dann drehe ich es mir kurz um und klappe mir hier ein bisschen Nahtzugabe, so einen halben Zentimeter ein. Stecke es mir fest und dann steppe ich hier auch knappkantig. Das gleiche auf der zweiten Seite. Hier kann man ruhig einige Male hin und her nähen, dann hält der Träger besser. Der Henkel ist nun dran. Jetzt fehlt uns nur noch unsere Kordel zum Verschließen. Wir haben uns ja vorher den Tunnelzug genäht. Dann nehmen wir die Kordel und die Sicherheitsnadel, befestigen die Kordel an der Sicherheitsnadel und ziehen die nun durch den Tunnelzug. Ich würde sagen, das reicht jetzt auch von der Länge her. Dann können wir die Kordel abschneiden. Dann noch den Kordelstopper einfädeln, also den so gedrückt halten und durchpulen. Am Ende mache ich noch zwei Knoten, damit sich die Kordel nicht auflöst. Fertig! Jetzt fehlt nur noch die Yogamatte.